Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und das Thema heißt Ich. Keiner ist so toll wie ich. Ich möchte gerne mit Narzissten reden, mit Egomanen, mit Egozentrikern, halt mit Leuten, die sagen von sich, dass sie ganz toll sind. Die sagen, ich bin die Nummer eins und dann kommt erstmal eine ganze Weile überhaupt gar nichts. Ich bin mir der Nächste, ich bin mir das Wichtigste auf der Welt und um meine eigenen Interessen durchzusetzen, gehe ich fast über Leichen. Also, mit solchen Leuten möchte ich gerne reden. Wenn ihr mit mir auch gerne reden wollt, die ihr euch betroffen vielleicht fühlt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Egoisten, die sind jetzt hier angesagt bei mir und der Erste, der anruft, ist David und David ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo David. Hallo? Ja, guten Morgen. Morgen. Ja, ein knallharter Egoist? Ja. Erzähl mal ein bisschen von dir. Ja, also ich würde erstmal anfangen, dass, ich bin sehr selbstverliebt, sehr eitel. Mhm. Man hört es schon. Ja, ich werde, ja. Ja. Ja, erzähl mal weiter. Es war ja noch nicht viel. Ja. Ich würde sagen. Also, du bist sehr selbstverliebt und sehr eitel. Ja. Warum bist du sehr selbstverliebt? Wenn man selbstverliebt ist, muss man ja sich sehr toll finden. Ja. Was ist denn sehr toll an dir? Ja, also, das ist ja auch so. Wenn ich mich morgens fertig mache im Spiegel, dann gucke ich aus dem Spiegel rein und denke ich mir, Mann, siehst du gut aus. Mhm. Das fängt ja schon mal damit an. Mhm. Also, du findest dich äußerlich, körperlich, wirklich selbst auch sehr attraktiv. Genau. Ja. Mhm. Also, wenn ich dann im Bad bin, sagen auch viele Freunde zu mir, ob ich im Bad wohnen würde. Ich brauche mindestens immer 2 Stunden, bis ich mich fertig gemacht habe, bis ich perfektes Styling gefunden habe. 2 Stunden? 2 Stunden? Ja. Was machst du denn in den 2 Stunden? Make-up oder sowas? Ja, auch. Also erstmal gemütlich duschen, Haare waschen, Haarpflege gehört ja auch dazu. Mhm. Körperpflege. Mhm. Wenn ich dann die Haare stylen tue, dann muss es halt perfekt sitzen. Mhm. Da benutze ich auch sehr, sehr viel Haarstyling-Produkten, also sprich Haarspray und Gele und so weiter. Und es muss einfach so sitzen und dann halt noch Make-up, also Grundierung, dass ich halt die richtige Bräune habe, Solarium und diesen Ähnliches. Mhm. Die Augen müssen sehr betont sein, da ich ja auch große Augen habe. Mhm. Viele Leute sprechen mich auch deswegen auch an und da fühle ich mich auch sehr getroffen drüber. Ich freue mich drauf. Wir wollen uns mal einen groben Eindruck von dir verschaffen. Ich stelle ein paar Fragen und du beantwortest die bitte. Klar. Wie groß bist du? Ich bin 1,85 groß. Ja, wie schwer bist du? Knapp an die 70 Kilo. 70 Kilo, gute Figur dann, ne? Ja. Ja. Welche Augenfarbe? Blau. Blau. Und wie lang sind die Haare? Kurz. Also kurz und blond mit Strähnen. Mhm. Und trägst du einen 3-Tages-Bart oder rasierst du dich? Nein, also ich bin immer rasiert. Immer top gepflegt. Ja, immer also ich möchte auch keinen 3-Tage-Bart, macht mich älter, gefällt mir auch nicht. Mhm. So, das sind jetzt die äußerlichen Sachen, von denen du auch sehr überzeugt bist und sagst, ich bin einfach ein Top-Typ, ein scharf aussehender junger Mann. Genau. Was hast du denn sonst noch für Vorzüge? Also die Hände müssen gepflegt aussehen. Mhm. Also von äußerlichen die Kleidung, die muss einfach perfekt sein. Mhm. Wie ich mich angezogen bin, also da stehe ich meistens immer vorm Spiegel, da habe ich im Schlafzimmerschrank immer so einen Riesenspiegel, wo ich mich da vorstelle. Also du brauchst 2 Stunden im Badezimmer und dann vielleicht nochmal 2 Stunden vorm Kleiderschrank, oder? Ja, so in etwa. Ja, und dann, wenn ich halt mich anziehen tue Freunde, wo dabei sind, sagen, hey, das sieht super aus und ich denke mir, naja, ich könnte mir vielleicht ein anderes Oberteil anziehen, dann werde ich mich immer komplett umziehen, bis ich mal das richtige Garderobe ausgesucht habe, bevor ich überhaupt weggehe. Kann das sein, dass ich mal 3, 4, 5, 6 verschiedenen Garderoben angezogen habe. Also, das habe ich jetzt verstanden, dass du natürlich dann auch sehr großen Wert auf die Kleidung legst, auf das Äußere, was du anziehst. Meine Frage zielte in eine andere Richtung. Was an dir sonst so, abgesehen von dem Äußeren und dem, wie du dich so anziehst, noch so toll und faszinierend ist?
Oder ist es gar nur die Hülle? Ja, würde ich auch sagen. Also es ist mehr oder weniger die Hülle. Und, was hast du denn zu bieten? Die viel beschworenen inneren Werte, David? Also an inneren Werte würde ich sagen, zählt der Aufenthalt, so ist es nicht. Also wenn ich jetzt mit jemandem sprechen tue und so ein Spot, muss er auch irgendwas im Köpfchen haben und nicht nur einfach diese Leere in sich haben. Ja, ich spreche mal erst von dir. Was ist denn mit dir? Hast du Leere in dir oder hast du was im Köpfchen? Nee, also ich würde sagen, ich habe auch noch was im Köpfchen. Hast du auch noch was im Köpfchen? Ja. So, jetzt bezieht sich das ja, unser Thema, das ist ja nur so eine große Überschrift, ich bin der Tollste, genau, überhaupt, den es so gibt. Beziehst du das nur auf dein Äußeres oder beziehst du das wirklich auch auf deine Charaktereigenschaften, dass du sagst, so wie ich innerlich drauf bin, da kommt kein anderer ran. Ich bin eigentlich unerreichbar. Da könnte ich auch vielleicht ein bisschen mit zu sagen. Und was? Zwar, ich spiele ja sehr oft mit Blicken und wie ich mich gebe mit Körperhaltung und diesem jenes, wie ich auch manche Leute anspreche, dass ich auch sage, dass so wie ich halt die Leute anspreche, da springen die auch direkt dran, da kann ich auch direkt rumflirten und wenn er sich gerade mit jemand anders beschäftigen tut, dann stelle ich einfach entweder nebenan oder schaue ihn an und dann habe ich direkt diesen Blickkontakt und da kann ich auch direkt mit ihm weiterreden, obwohl er vielleicht mit jemand anders interessiert war. Ja. Okay, du meinst also, dass du innerlich so viel Ausstrahlung hast, dass du da auch in die obere Riege einzuordnen bist. Genau. Ja. Also ich habe irgendwie dieses sechste Element, oder wie man das sagen möchte. Das was? Dass ich was hast du gesagt? Dass ich irgendwie diesen sechsten Sinn habe. Sechsten Sinn? Ja. Dass ich einfach irgendwie diesen Anziehungskraft habe an anderen Menschen. Dass ich einfach sagen, den möchte ich für heute haben und den kriege ich auch. Also, ich glaube, wir sind alle davon überzeugt, dass du sehr überzeugt von dir selbst bist. Ja. Wie ist es denn so, ich benutze jetzt mal so eine etwas altmodische Vokabel, so mit Rücksicht auf andere Leute nehmen. Ist das dein Ding? Oder bist du jemand, der sagt, ich zieh meine Sache durch, egal was da kommt. Hauptsache, ich befriedige meine Interessen und meinen Spaß. Ist es das, eher? Ja, würde ich auch sagen. Also wenn jemand anders sagt zu mir, sag mal zu, das kannst du nicht bringen, da ist gerade eine Unterhaltung mit jemandem oder er hat gerade einen Freund gefunden und ich sage ja mal zu, den möchte ich aber trotzdem für einen One-Night-Stand haben, dann werde ich einfach hingehen und ihm das auch direkt versagen. So ist es nicht. Was war das Schlimmste in deinem Leben bisher, was du erfahren hast? Was war das Schlimmste? Dass mich vielleicht jemanden abwitzen lassen hat, wo er zu mir gesagt hat, hör mal zu, ich würde nicht gut aussehen. Und da habe ich dann angefangen, noch mehr an mir rumzuarbeiten, damit ich noch besser aussehen würde. Das war David, unser erster Gesprächspartner. Ich danke für deinen Anruf. Danke ebenfalls. Und alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, ich wünsche auch alles Gute. Ach, kurze Frage, könnte ich bitte ein Autogramm von Ihnen haben? Ja, leg mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Gut, danke schön. Okay, tschüss. Wiederhören. Also, das Thema heißt ich, das Tollste auf der Welt bin ich. Ich möchte mit euch reden, die ihr von euch sagt, ich bin ein absolut toller Typ oder eine absolut tolle Frau. Ich bin mir das Wichtigste und ich bin auch ein rücksichtsloser Mensch und ich stehe dazu, weil ich gerne meine Interessen und mein Lustgewinn am besten verwirklicht sehen möchte. Da interessieren mich keine anderen Leute. Selbst mein Partner oder meine Partnerin steht an zweiter Stelle. Ich bin mir das Wichtigste. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt habe ich am Telefon die Sandra und Sandra ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sandra. Hallo. Ja, warum ich anrufe, bei mir geht es also um Folgendes. Ich bin im fünften Monat schwanger und es kommen zwei Männer in Frage und beide wissen voneinander nichts, hofieren mich ohne Ende, also wissen zwar, dass ich schwanger bin, klar. Und wie, und jeder denkt, dass er es ist, oder wie? Richtig. Aha. Da ich aber leider nichts weiß, wer der Vater ist, weil beide in Frage kommen, mir wäre zwar einer lieber, aufgrund einer Affäre, die schon relativ lange läuft. Ja, ich habe, wie gesagt. Also du hast mit einem schon eine längere Affäre. Richtig. Und mit dem anderen erst eine kürzere. Ganz genau. Aber noch nicht so kurz. Es könnte hinkommen, dass er auch. Es würde passen, rein theoretisch. Ja. Wie lange bist du mit der Hauptaffäre schon zusammen? Zwei Jahre. Und seit August letzten Jahres halt mit dem anderen. Und es würde also so gesehen schon hinkommen, aber da ich halt nicht genau weiß, wer der Vater ist,
und ich gerade von beiden so schön hofiert werde, lasse ich es mir da auch ganz gut gehen. Und ich denke schon, dass das verdammt egoistisch ist, aber ich finde es auf der anderen Seite auch ganz angenehm. Mhm. Also du stehst auf der Bühne und lässt dich von beiden beklatschen und bedienen und lässt es dir wirklich dann gut gehen von beiden Personen. Richtig. Mhm. Wie lange soll das noch gehen? Du bist ja schwanger. Schwanger ist man nicht ewig. Wie lange gedenkst du, dieses Spielchen noch zu spielen mit den beiden Männern? Tja, wie lange gedenke ich das? Also ich denke, spätestens wenn das Kind auf der Welt ist, wird man das sehen. Weil naja. Es sei denn, einer ist ein Farbiger. Das ist nicht. Nee, das nicht. Das ist nicht der Fall. Das nicht, aber der eine ist dunkelhaarig und vom Typ her ganz anders als der andere. Ja. Deswegen könnte man schon vermuten, oder würde ich vermuten, dass man das erkennen könnte. Mhm. Nur halt, das Egoistische an mir sehe ich halt, was vielleicht ja auch nicht unbedingt das Beste ist, aber um nicht alleine dazustehen, weiß der eine von dem anderen nichts. Mhm. Also weil die Gefahr besteht, dass sich beide verlassen. Richtig. Mhm. Mhm. Und um dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen, sage ich da halt eben nichts. Bist du so ein Typ immer schon gewesen, die eher so die Rosinen sich rausgepickt hat und ja die Vorteile gesucht hat für sich selbst? Ja, doch, schon immer. Mhm. Hast du ein schlechtes Gewissen jetzt bei dieser Aktion? Ach, was heißt ein schlechtes Gewissen? Pff, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Ich bin nicht, ne. Aber es kommt ja ein bitteres Ende schon auf dich zu, ne? In ein paar Monaten. So lange dauert das nicht mehr. Da wird ja dann irgendwie alles auffliegen. Ja, es wird wahrscheinlich in diese Richtung auffliegen, in die ich das auch gerne so hätte. Also ich denke schon, dass man das vielleicht auch... In welche Richtung hättest du es denn gerne, wie es auffliegen sollte? Ja, am liebsten wäre mir die Affäre, die ich da schon seit 2 Jahren habe, wenn das in diese Richtung gehen würde. Und wenn ich das irgendwie aufgrund von Aussehen des Babys oder so... Aber was machst du? Manchmal ist das ja doch nicht so, dass man das so klar erkennen kann. Wenn man das nicht erkennen kann, was dann? Dann spielst du das Spiel weiter. Das ist ein Problem. Also es ist ja schon eine sehr bizarre Situation. Das sind 2 Männer, die glauben, dass sie jetzt bald Vater werden, begleiten dich, umsorgen dich, fiebern der Geburt entgegen, ohne zu wissen, dass mit Sicherheit einer nicht der Vater ist und schön doof dasteht irgendwann. Ja gut, aber ich sage es mal einfach so, also mich stört es insofern jetzt nicht, also im Moment geht es mir dabei gut. Ja, aber das ist ja nicht immer so das Hauptkriterium, dass man sagt, im Moment geht es mir dabei gut, was ich tue. Entscheidend ist ja, dass man das auch einordnet und darüber nachdenkt, wie ist das in einem Jahr, wie ist es in 2 Jahren? Kann ich von mir selbst vielleicht auch bestehen? Wie denke ich irgendwann über mich? Oder wie denken vielleicht die Menschen über mich, die mich mal geliebt haben? Du sagst, du würdest am liebsten haben, dass der Vater, also diese langjährige Beziehung der Vater ist. Richtig. Was hast du das schon mal durchgespielt, wenn er es nicht ist, wenn es der andere ist? Wie du diesen Menschen, diesen Mann kränken wirst, wenn das dann auffliegt, nach so vielen Monaten, nach fast einem Jahr oder noch länger, dann die Affäre dauert ja schon länger. Ja gut, aber da kann ich jetzt heute sowieso nichts mehr dran ändern. Aber jeder Tag, der vergeht, verschlimmert die ganze Sache und vergrößert eigentlich auch deine Schuld. Ne, irgendwann wird dir einer von den Männern sagen, warum hast du es mir nicht damals gesagt? Warum hast du es mir nicht wenigstens am Anfang gesagt? Warum hast du es durchgezogen bis zu allerletzt und sagst du, ja, weil ich mich dabei gut fühle, na toll. Ja, ist aber so. Ja, aber es zeigt ja eine ganz bestimmte Charaktereigenschaft von dir auch. Findest du die selbst gut? Anders gefragt, wenn jemand anders sowas machen würde, würdest du das gut finden? Ja, ich sag mal, hier ist mich selbst am nächsten und was heißt, würde ich das gut finden, wenn das ein anderer so macht? Ja, wahrscheinlich nicht unbedingt so. Oder wenn es ein anderer gar mit dir machen würde? Ja, dann fände ich das schon mal ganz beschissen. Ja, siehst du. Ich glaube, das ist immer das absolut gute Kriterium, ne? Würde ich das selbst, wie würde ich persönlich damit umgehen, wenn man mit mir das machen würde, wenn ich das Opfer wäre? Jetzt sind im Moment die beiden Männer das Opfer. Ich glaube, das ist immer ein guter Spiegel für sich selbst, wie man sich verhalten soll. Aber ich will dich jetzt hier nicht belehren, das ist jetzt dein Ding und du hast dich auch zu dem Thema gemeldet, selbstbewusst und hast gesagt, ich bin das Tollste auf der Welt und ich will das Schönste haben im Moment auf der Welt. Und jetzt ist es so. Ja, eben. Ich finde es nicht in Ordnung, aber es ist dein Ding und dann zieh es auch durch. Das werde ich auch tun. Und ich würde ja gerne mal wissen, was da irgendwann rauskommt. Vielleicht kannst du dich bei mir melden nochmal. Ja, das kann ich gerne tun. Wann wird das Kind geboren? Im Mai. Im Mai? Mhm. Ja, das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Nee.
Das heißt, wenn wir dann im Juni vielleicht miteinander reden könnten? Ja. Ne, oder vielleicht sogar direkt im Mai? Kein Thema. Fände ich das interessant. Alles klar. Alles Gute, Sandra. Ja, danke dir. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Unser Thema heute Nacht heißt Ich bin das Tollste auf der Welt oder das Tollste auf der Welt bin ich. Ich möchte gerne mit knallharten Egoisten und Egomanen reden, die, so wie wir es gerade auch schon gehört haben, die einfach sagen, was scheren mich die anderen, was scheren mich die Gefühle der anderen, von wegen Moral und sowas. Ich ziehe mein Ding durch und die wichtigste Sache ist, dass es mir gut geht und dass ich gut und klar, zumindest nach euren Vorstellungen, klar durchs Leben kommt. Petro, 26 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Ja, Petro. Grüße dich, Domi, wie geht es dir? Herr Domi ist sehr nett ausgedrückt. Ja, ne? Ja. Petro. Ja. Auch so einer? Ja, ne? Ja, doch. Ja. Also ein Egoist und ja, wie du es gerade beschrieben hast, auch selbstbezogen in diesem Punkt, was die Gefühle anderer Menschen betrifft, weil ich sag mal, wir leben auch in einer Zeit eigentlich, wo fast jeder andere Gefühle verletzt und ich schätze mal, warum soll ich das denn nicht machen? Also wir leben in einer sehr egoistischen Zeit. Ja, wo der Egoismus eigentlich schon gezüchtet wird in allen Ecken und Kanten, ja, natürlich. Beschreib mal so ein bisschen aus deinem Leben, wie du das praktizierst. Ja, nun, es kommt darauf an, worauf der Egoismus sich das ausdehnt. Mhm. Ob es jetzt beim Einkaufen ist oder ob du jetzt unterwegs und dann mit Menschen bist oder ob du jetzt auf der Arbeit bist oder ob Wie ist man denn egoistisch beim Einkaufen? Ja, ich sag mal so, der Egoismus am Einkauf geht so, wenn man jetzt Beispiel gesehen an der Kasse steht, ja. Mhm. Und da ist zum Beispiel der letzte Kaugummi einer Marke, ist egal welche. Mhm. Haben die Menschen oder auch ich so das Vergnügen, immer das letzte wegzuschnappen, weil irgendein anderer will es ja haben. Mhm. Mhm. Und wer das nicht kriegt, ärgert ihn das ja. Mhm. Und das ist so ein etwas wie der Egoismus beim Einkaufen. Mhm. Der Egoismus wiederum jetzt im Sexleben ist eigentlich so, dass man doch Frauen irgendwie kennenlernt und mit dem was anfängt, auch Spaß hat und ich meine ausgiebigen Spaß und es einfach dann so darauf beruhen lässt. Also so eigentlich so nur für sich denkend fürs Leben voranzieht. Das heißt, du würdest auch so vorgehen oder gehst auch so vor, dass du die Damen köderst mit irgendetwas, um sie schnell wie möglich, so schnell wie möglich zu bekommen? Ködern würde ich nicht sagen. Ich sag mal selber, ich bin der Köder, weil ich kann nicht mit Geld winken oder mit einem Porsche oder mit einem Auto. Nein, aber ich meine ködern in dem Sinne, dass du vielleicht Gefühle vorgaukelst, die gar nicht da sind, weil du weißt, dass die Frauen darauf abfahren. Die wenigsten Frauen fahren ja darauf ab, wenn du sagst, pass auf Mädel, ich will nur eine Nacht mit dir ins Bett gehen. Gut, die meisten fahren darauf ab, aber wenn ich das irgendwie ins Spiel wähne und diese Frau ist dann nicht so ein und ich interessiere mich einfach für sie in dem Moment oder für ihren Körper oder mit ihr einfach nur Spaß zu haben, dann wäre das, glaube ich, ein falscher Anfang, sage ich mal. Mhm. Und ich sag mal, in diesem Punkt ist es einfach nur so, dass ich mich einfach auslebe. Das heißt, ich versuche der Frau nicht zu nahe zu kommen und auch nicht viel zu weit von ihr zu entfernen. Mhm. Weil die meisten Damen stehen ja nicht drauf, immer so rumgrabbelt, sage ich mal. Wenn man die was? Wenn man ja so ein Vertrauen, wenn du dann eher am ersten Moment ein Freund bist, der zuhört und auch für sie da ist, gut ein kleines Getränk ausgibt hier und da. Und das meinte ich mit Köder zum Beispiel, dass du also da etwas vorgaukelst. Ist das so? Gut, ich bin in diesem Fall der Köder, ja. Das ist, wenn ich mal so ausdrücke, ist es ja meine Charaktereigenschaft. Mhm. Meine Charaktereigenschaft gehört damit zu mir. Und damit bin also, ich auch der Köder. Das Anliegen, lange Rede, kurzer Sinn, das Anliegen ist, eine Frau abzuschleppen. Und das Anliegen ist, deinen sexuellen Spaß zu haben. Auch, ja. Ja. Und letztendlich ist dein Anliegen dann aber auch, diese Frau so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Ja, was heißt schnell wie möglich wieder loszuwerden? Das kommt halt darauf an, ob sie jetzt morgens noch bei mir im Bett liegt und wir zusammen frühstücken. Oder loszuwerden in dem Sinne, dass ich sage, jetzt kannst du deine Sachen nehmen und gehen, weil ich bin jetzt fertig mit dir. Nein, also es ist ja so, wenn ich schon mich irgendwie mit jemandem ausgiebig, ich sag mal, Spaß habe, ja, dann ist es schon so, dass wir den Morgen zusammen verbringen, beim Frühstücken, vielleicht noch kurz irgendwas Mittagessen gehen. Und dann ist es schon oft so, dass die Frau selber nach Hause muss, sprich gesehen, weil sie sich umziehen muss, weil sie zur Arbeit muss. Okay, was ist jetzt egoistisch an dem Verhalten? An meinem Verhalten? Ja. Also ich finde egoistisch einfach so, wie ich einfach mit den Frauen umgehe. Wie gehst du mit ihnen um? Erzähl's mir konkret. Also sie rufen beispielsweise danach nochmal an am Abend und fragen, was ich dann mache und sagen dann einfach, nee, ich habe keine Zeit und bin verabredet, muss noch zu meiner Mutter oder so. Oder weil du wiederum keinen Bock dann wieder auf diese Frau hast. Genau, und achte dabei eigentlich nur sehr auf mich dann. Mhm. Und in dem Moment ist es mir auch egal, wie sie darüber denkt oder wie sie darüber fühlt, ob sie dann noch was irgendwie will oder so, sondern ich lasse sie einfach so mit dem Glauben gute Freunde und erstmal gar nicht. Also aber das ist nur ein Glaube, das ist vorgegaukelt, du bist im Prinzip gar nicht daran interessiert, gute Freunde, eine gute Freundschaft zu haben. Eine gute Freundschaft in diesem Fall schon, aber auch nicht mehr dann. Mhm, okay. Weil eine gute Freundschaft kann man heute überall mit
Mädels haben, weil wir mit einem Mädchen haben. Wie gehst du vor, wenn du dich wirklich verliebst? Oder passiert das gar nicht? Ich sag mal, es war schon mal so, dass ich mich verliebt habe. Erst einmal? Erst einmal? Ganz ehrlich, ja. Du bist 26 Jahre alt und erst einmal verliebt. Ich war echt nur einmal richtig verliebt und ja, ich sag mal so, in diesem Punkt wurde ich auch sehr, sehr stark verletzt und aus diesen Gründen habe ich mich eigentlich der Frauenwelt verfeindet, das nicht, aber ich habe gesagt, bevor ich mich wieder irgendwie in Gefühlen treten lasse oder mich überhaupt nochmal auf gut Deutsch betrügen lasse irgendwie, sage ich mir lieber, nein, keine Beziehung und habe mit meinem Leben Spaß. Wie lange warst du mit der Frau zusammen? Über ein halbes Jahr. Ja, ist auch nicht so ganz lange. Und du bist aber enttäuscht worden von ihr und verletzt worden. Ja. Wie lange liegt das zurück? Sehr lange. Also es liegt jetzt mindestens schon 5 oder 6 Jahre zurück. 5 oder 6 Jahre? Ja. Und daraus ist das dann entstanden, dass du gesagt hast, ich mache jetzt quasi einen Panzer um mich herum und hole nur für mich wirklich das Angenehme raus, lasse mich gar nicht auf emotionale Dinge ein, denn wenn ich mich darauf einlasse, bin ich auch wieder irgendwann verletzbar. Verletzbar ist man eigentlich immer, weil ich sag mal, man kann es nicht kontrollieren, wenn man sich verliebt. Das ist eine, leider eine ganz klare Sache. Mhm. Wenn man sich verliebt, hat man sich verliebt oder verguckt in diesem Fall. Mhm. Aber ich versuche, mich nicht zu verlieben. Also nicht jetzt mit Lust zu gehen und zu denken, ich muss Ja, das meinte ich damit, ja. Mhm. Sondern, wie gesagt, ich bekomme ja das, was eigentlich ein Mann eigentlich nur mal haben will. Mhm. Und das ist eigentlich nur den Trieb zu befriedigen. Gibt es denn manchmal Situationen, dass du den Frauen durchaus auch so ein bisschen Verliebtheit vorgaukelst, um sie gefügig zu machen? Ja, was heißt vorgaukeln? Ich lächle schon mal, aber ich sage denen jetzt nicht, ich finde dich super, super, super toll und würde gerne mit dir eine Beziehung anfangen. Mhm. Also das schon mal gar nicht. Also wenn sie dann schon irgendwie was drauf ansprechen würde, dann würde ich versuchen, mit einer Gegenfrage oder beispielsweise davon abzulenken. Weil wenn ich jetzt... Wenn du merkst, dass sich eine Frau in dich verliebt, bist du dann so ehrlich und sagst gleich nein, ich aber nicht, oder versuchst du das auch eine Weile auszunutzen? Ich nutze das in diesem Moment aus, weil es dann leichter und schneller geht. Ja. So, das war jetzt der Bereich hier Sexualität und Liebe und sowas, Erotik. Wie bist du in anderen Bereichen egozentrisch, egoistisch? Ich sag mal, auch zum Beispiel, wenn ich mit Freunden essen gehe, beispielsweise im Restaurant sitze und mein Essen bestelle und beispielsweise, wenn er jetzt sein Essen zuerst kriegt, das regt mich sehr stark auf. Weil es oft oder manchmal auch so vorkommt, dass es dann der Salat zuerst da ist, als Beispiel in die Pizza. Mhm. Und dann rege ich mich darüber auf, weil ich finde sowas einfach diesen Punkt Mist. Also weil du bist wütend darüber, dass du es nicht zuerst bekommst, oder was? Ja, genau. Und dann ärgere ich mich darüber und versuche das dann auch zu versauen oder derjenigen und hau da irgendwie aus so ein bisschen mehr Salz rein aus dem Herz oder so. Also da bin ich egoist auch ein Schwein. Auf diesen Fall bezogen, ist sehr klein, ne? Wie klein? Klein, kleinmütig. Ein kleiner Charakter. Mein Charakter? Ja, das ist sehr klein. Wenn man das nicht aushält, dass jemand zuerst einen Salat bekommt und nicht ich bekomme. Das ist doch klein, das ist doch nicht souverän. Nein, also ich würde nicht sagen kleinmütig oder einen kleinen Charakter. Ich meine. Ja, was ist es denn? Das ist einfach der Mensch selber. Ja, was andere natürlich ist der Mensch. Andere zeigen es einfach, dass man einfach den Egoismus vorbringt und andere behalten es für sich und lassen es einfach sich vorbeiziehen. Ja, dadurch, dass du... Wie vorbeiziehen? Nicht an mir vorbeiziehen. Ja, aber in dem Moment, dadurch, dass du das zeigst, dadurch wird es ja nicht besser. Ja, aber das zeige ich ja mit einem kleinen Spaß und mit einem kleinen Humor. Aber wenn ich es einfach mache und sage... Ja, aber es ärgert dich schon, ärgert dich letztendlich schon, ne? Ja, klar, schon im Endeffekt. Weil du nicht in dem Moment im Mittelpunkt stehst. Ja, auch. So, noch ein Beispiel. Noch ein Beispiel? Ja, klar. Gut, sagen wir jetzt einfach mal auf einer Party. Ja. Wenn ich das zum Beispiel nicht schaffe, da innerhalb von 10 Minuten im Mittelpunkt zu stehen, dann verlasse ich diese Party, weil ich dann merke, dass sich die Leute nicht für mich interessieren. Hast du so nötig? Hast du so viel Komplexe? Nee, ich habe keine Komplexe, aber ich brauche einfach Menschen um mich herum und auch Menschen, die mit mir reden. Und warum brauchst du es? Warum brauchst du es unbedingt so schnell im Mittelpunkt zu stehen? Das ist eine Selbstbestätigung. Warum brauchst du die? Das ist mir klar. Einfach so eine Art, ich sag mal, schon fast Sucht. Warum ist die Sucht da? Eine Sucht, sich von anderen Menschen bewegen zu lassen. Okay, verstehe ich. Warum ist diese Sucht da? Warum? Man könnte es auf vieles hinausziehen. Man könnte es hinausziehen auf meinen Charakter selbst, der sich in dieser Zeit verändert hat vielleicht. Ja, warum ist der Charakter so verändert? Durch eine Verletzung, sag ich mal. Also du beziehst ehrlich, bin durch eine Verletzung, die ich damals erlitten habe, sprich gesehen im Herzen, und da kriegt man einfach was mit der Angst zu tun. Ich meine, also du hast ehrlich, halt, Moment, du hast einmal einen Crash erlebt in Sachen Liebe nach einer halbjährigen Beziehung und leitest daher diese ganzen doch sehr, sehr egozentrischen Verhaltensweisen ab. Seltsam. Ja. Warst du vorher anders drauf?
Ich sag mal, ich war vorher nicht so ein Arsch, sag ich mal ganz ehrlich, aber das hat sich geändert. Hast du Freunde? Ich meine, wenn du mit 180 gegen den Baum fährst, dann verringerst du deine Geschwindigkeit. Weil du das nicht normal passieren will. Ich dagegen fahre dann gar nicht mehr Auto. Hast du Freunde? Ja, sehr viele. Was würdest du für deine Freunde tun? Für meine Freunde? Ich sag mal, wenn sie jetzt anrufen würden und hätten ein Problem, egal welches, ob es jetzt ein Problem mit in der Liebe ist oder ein Problem mit einem Freund oder ein finanzielles Problem, bin ich in diesem Punkt für die da. Auch wenn du andere gerade sehr wichtige Dinge vielleicht zu tun hättest, die für dein Leben und deine Entwicklung maßgeblich wären? Es geht ja darum, was ist gerade der Dreh? Hinter der Frage steht, bist du bereit, Verzicht zu üben für Freunde, der Freundschaft wegen? Es kommt auf den Fall, dass ich verzichten muss. Wenn ich jetzt beispielsweise jetzt im Büro sitze und gerade jetzt beispielsweise arbeite, dann, ich sage ich mal ganz ehrlich, muss es eigentlich ein Freund oder eine Freundin, die gute Freundin ist oder ein guter Freund, schon verstehen, wenn man jetzt gerade sage, du, ich kann jetzt nicht. Das ist eine ganz normale Sache. Gute Freunde sind immer für einen da, aber es gibt auch bestimmte Grenzen und man muss auch wissen, wo die Grenzen sind. Nehmen wir mal an, jetzt auch den Vergleich bezogen auf gute Freunde. Würdest du da auch so diesen Satz prägen, auch in der besten Freundschaft bin ich mir der Nächste? Ja, eigentlich schon. Also ich würde sagen, also ich denke da schon nur an mich in diesem Punkt. Also was wir gesehen jetzt, wenn gibt es Punkte, gibt es Punkte, wo du nicht in erster Linie an dich denkst? Oder Menschen? Oder Themen? Ja, wenn jetzt meine Mutter sich dreht. Bitte? Was? Wenn sich jetzt meine Mutter dreht. Und die Mutter. Genau, wenn es meine Mutter ist. Also für die Mutter wärst du bereit? Alles dahinter und dann schalte ich auch meinen Egoismus ab, weil meine Mutter mir eigentlich ein Familienmitglied ist, das mir sehr nahe steht und die ich sehr, sehr doll liebe. Und da also für deine Mutter würdest du sehr viele Opfer bringen? Ja, das auf jeden Fall. Würdest du so weit gehen und der Formulierung zustimmen, für meine Mutter würde ich sogar die größten Opfer bringen? Ich sag mal, kommt drauf an, wie groß das Opfer ist. Ich meine, meine Mutter könnte nicht von mir verlangen, meinen Job aufzugeben und meine Karriere aufzugeben. Was machst du beruflich? Du sprichst so viel von deinem Job. Ich bin Promoter, ich arbeite im Promotion-Bereich. Ah ja, hatte ich mir schon fast gedacht, sowas in der Richtung. Hatte ich auch am Anfang gesagt. Hast du bei mir gesagt gerade? Hatte ich gesagt, dass ich Promoter bin, ja. Das hab ich nicht richtig verstanden. Das ist kein Problem. Ja. Die Mutter. Gibt es sonst noch jemanden in der Familie? Eigentlich so die Schwester eigentlich, also aber sonst ist meine Mutter eigentlich am höchsten in diesem Fall. Da ich ja auch keinen Vater mehr habe, der verstorben ist, zähle ich meine Mutter eigentlich zu einem sehr großen Teil. Also sie geht eigentlich über alles, sag ich mal so. Wenn du, Petro, dich einem Menschen beschreiben solltest, oder ich will mal fast sagen anpreisen solltest, wenn du einen Menschen von dir überzeugen solltest, was würdest du dem sagen, wie würdest du dich ihm beschreiben, dass der hinterher gut über dich denkt? Meinst du jetzt, wenn ich ihn noch gar nicht kenne und am Telefon mit ihm rede? Oder meinst du, wenn ich mit dieser Person gerade davor stehe? Das ist jetzt egal, im Telefon oder davor stehst. Ja, ich versuche mich selber zu überzeugen. Sprich gesehen, wenn ich mich selber davon überzeugt bin, was ich sage, was ich tue, wie, und mich davon nicht abhalten lasse, dann überzeuge ich diese Person auch. Wie würdest du dich einer Person gegenüber beschreiben, damit du überzeugend drüber kämst? Welche Charaktereigenschaften, was würdest du nennen? Ja, also ich sag mal so, es kommt immer darauf an, was ich überzeugen will. Und wen ich überzeugen will. Nein, die Frage ist doch ganz klar. Ich konstruiere jetzt diesen Fall. Du stehst vor einer Person, einer fremden Person, und du willst dich so gut wie möglich rüberbringen. Was sagst du dieser Person? Tja, jetzt sag bitte nicht, wie es kommt drauf an. Ich könnte diese Person ein Beispiel gesehen erzählen, was ich für einen Beruf ausübe, welchen Status ich in diesem Beruf habe und wie viel Geld ich verdiene und was ich so schön mache und was dieses so Schönes ist und wie oft ich Urlaub mache und was diese Menschen oft so fehlt. Aber sonst würde ich einfach nur sagen, ich überzeuge einfach durch mich selbst. Okay, wir haben verstanden. Ich danke für deinen Anruf. Ja, alles klar. Alles Gute. Wünsche ich dir auch. Wiederschauen. Jetzt geht's weiter mit einer kleinen Pause. Wir haben 1:29 Sekunden. We'll be right back.
1.30 Uhr und 13 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und heute Nacht heißt unser Thema Ich, das Tollste auf der Welt bin ich. Ich möchte mich unterhalten mit Egozentrikern, Egomanen, mit Menschen, die von sich selbst sehr überzeugt sind, die ganz klar sagen, ich bin mir das Wichtigste auf der Welt und ich bin überhaupt das Wichtigste auf der Welt und mein Wohlergehen steht an allererster Stelle und dazu bekenne ich mich auch. Telefonnummer 0800 5678 111. Nächster Anrufer ist Ronny und Ronny ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Ronny. Hallo Ronny. Ja? Ja, jetzt haben wir uns. Also ich muss sagen, ich hab's echt geschafft. Ich brauch echt nichts mehr machen. Ich hab echt ausgesorgt für mein Leben. Du, wie? Erzähl. Ja, und dann mein Vater, bla, gute Firma, einmal frei gelaufen, Haus gebaut. Mhm. Haus war zu klein, er hat ein großes Haus gekauft und ich wohne jetzt in dem Haus, also in dem, was wir gebaut hatten. Mhm. Und ja, also er hat dir das ganze Haus geschenkt, oder wie? Was heißt geschenkt? Ich soll es einfach weiterhüten, weil er es nicht verkaufen wollte hin und her. Ja, er hat es dir überlassen. Richtig. Ja. Und auf jeden Fall brauche ich nicht zu arbeiten, bis mein Vater sagt, ich kann die Firma übernehmen. Mhm. Ja. Hast du denn bisher schon mal gearbeitet oder eine Ausbildung gemacht? Nö, brauche ich da nicht. Also mein Vater hat gesagt gehabt, du brauchst nicht zu arbeiten, bist mein Nachfolger. Ja, aber dafür muss man, was ist das für eine Firma, die dein Vater hat? Eine Catering-Firma. Also. Ja, aber da muss man ja auch einiges können, Betriebswirtschaft und allerlei Dinge. Kannst du das denn? Könntest du denn? Ja, ich sag mal so, mein Vater zeigt mir das Wichtigste, was ich machen muss und so und her. Und das heißt aber, du bist schon ab und zu in der Firma, um da eingeführt zu werden? Ja, natürlich. Für den Fall, dass du das irgendwann mal übernimmst, dass du das auch alles kannst? Ja. Das schon? Na, ich sag mal so, viel brauche ich nicht mehr zu kennen, weil wir haben so viele Angestellte und so. Also wir haben eigentlich dafür eigentlich unsere Leute, sag ich mal. Naja, aber es ist schon ganz gut, wenn der Chef die Fäden in der Hand hat, ne? Ja, naja, ich weiß mindestens im Gröbsten, worum es geht, auf jeden Fall. 23 Jahre, was für eine Schulausbildung hast du? Realschulabschluss. Und hast nach dem Realschulabschluss nichts gemacht mehr? Nein. Gar nichts mehr? Na doch, Bund habe ich halt noch gemacht. Bund, mhm. Ja. Aber ansonsten hängst du so rum? Ja. Ja, wie viel? Oder ich bin halt bei meinem Vater oder verreise und... Ja. Hin und her oder bin bei meiner Freundin oder so, keine Ahnung. Ja. Wie viel Geld stellt dein Vater dir zur Verfügung? Genug, sage ich mal. Sag doch mal, damit wir uns da auch ein kleines Bild von machen, wir ganz normalen Menschen. Also ich sag mal, ein guter vierstelliger Betrag, sage ich mal. Ein guter vierstelliger Betrag? Ja. Euro? Na, das ist noch D-Mark. Noch D-Mark, aber ein guter vierstelliger Betrag. Ja. Pro Monat kriegst du so überwiesen. Ja. Für nichts tun. Ja. Für Sohn sein, Beruf Sohn. Richtig, ja? Deswegen habe ich es einfach geschafft. Ja, nicht geschafft. Sagen wir mal, du hast Glück gehabt, ne? Du hast ja nichts dazu beigetragen. Ja, stimmt. Ne? Verbringst du so dein Leben? Du hast gerade gesagt, du verreist dann und so. Beschreib das mal ein bisschen näher, was du so den lieben langen Tag machst. Na, sagen wir mal so, im Winter bin ich eigentlich kaum hier in Berlin. Mhm. Sondern sind eigentlich mehr da, wo es warm ist, wo es auszuhalten ist und so. Mhm. Ja. Wie viele Wochen bist du dann im Winter in der Sonne? Na, so, dass ich meine braune Farbe beibehalten kann. Also viele Wochen? Ja. Wenn nicht gar Monate? Ja. Ja. Mhm. So, und dann in Berlin, was machst du? Du kommst aus Berlin, was machst du so in Berlin? Ja, öfter weggehen und bei meiner Freundin abhängen, bei meinen Kumpels abhängen, kiffen, alles sowas. Mhm. Deine Kumpels haben wahrscheinlich nicht so ein Glück wie du. Ja, doch, na, die sind ja bei mir. Und ja, sagen, klar, bei aber. Geht's denen gut, auf jeden Fall. Ja, natürlich, klar. Aber die werden nicht so Konstellationen in der Familie haben. Sind die neidisch auf dich? Ich weiß nicht. Oder? Keine Ahnung. Oder hast du das Gefühl, dass du die auch kaufen musst? Dass die einfach Freunde sind, weil sie von dir sehr profitieren? Nö, ich sag mal so, ich habe hier meinen kleinen Plan und der ist eigentlich schon da gewesen. Ich geb dir mal Flamm. Wer ist Flamm jetzt? Hallo? Jo. Ja, mit wem rede ich jetzt? Ich bin der Flamen. Du bist Flamen? Ups. Ja. Flamen? Jo. Und du bist ein Freund von Ronny? Ich bin der Freund von Ronny, ja. Aha. Aber dir geht es nicht so gut wie ihm finanziell? Na, durch ihn schon. Durch ihn? Was heißt, finanziert er dich auch? Hält er dich viel aus? Jo, naja, der kauft halt immer so das was wir brauchen, so immer ein für uns. Mhm. Dann hängen wir halt immer ab. Ja. Wohnst du auch bei ihm? Nee, ich wohne nicht bei dem, nee. Was machst du eigentlich so? Du arbeitest dann auch nicht, oder wie? Nee, ich arbeite schon. Ich arbeite nicht, aber ich studiere. Ah ja. Mhm. Ja. Wie lange kennt ihr beiden euch schon? Puh, nur wegen so fast 10 Jahre ungefähr. Ach, so lange schon. Ja. Das heißt, du profitierst dann schon sehr lange von ihm.
Und ich hoffe dir schon lange. Ja. Und bist auch nicht neidisch auf ihn? Nö, ich bin nicht neidisch auf ihn. Ich meine, du hat ja der Ronny ja nur wirklich großes Glück gehabt, ne? So in so eine reiche Familie geboren worden zu sein. Wie findest du das? Findest du das in Ordnung, dass jemand einfach nur so abhängt und seinen Reichtum genießt, ohne was dafür zu tun? Ja. Findest du? Ja, du kannst jetzt auch schlecht Nein sagen, ne? Weil du ja auch ein Nutznießer davon bist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das weiß der Ronny auch. Ja. Das weiß der Ronny auch. Ich verstehe. Ja. Jetzt gibst du mir den Ronny bitte nochmal zurück. Ja, auf jeden wenn's Fall. Wenn's geht. Tschüss, Flammen. Danke, tschüss. Ciao. Was ist los? Ronny, ich habe noch eine andere Frage. Stichwort Frauen. Ja. Hast du den Eindruck, dass die Frauen scharf sind auf dich hauptsächlich deshalb, weil du halt viel Kohle hast und ihnen viel ausgeben kannst? Na, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Hast du eine Freundin? Ja, zwei. Zwei Freunde? Ja. Aha. Wissen die voneinander? Nicht wirklich. Nein, wissen sie nicht. Also vielleicht jetzt schon, aber keine Ahnung. Du meinst jetzt, nachdem du es hier ausgesprochen hast? Ja. Wie lange hast du die beiden schon nebenher? Die eine ein Jahr und die andere, die ist jetzt vor 2-3 Wochen. Ach so, eine ganz frische Sache noch. Hm. Auch kein schlechtes Gewissen. Nein, warum? Nö, natürlich nicht. Gibt es überhaupt irgendetwas, was du nicht gut findest? Was ich nicht gut finde? Mhm. Glatzen finde ich scheiße. Was? Glatzen finde ich scheiße. Glatzen findest du scheiße, ja. Was für ein Auto fährst du? GTI. Ein GTI? Ja. Mhm. Gut, okay, darum ist mir noch ein bisschen hart. Also daran hapert es noch so ein bisschen. Das Auto ist natürlich nicht wirklich das Wahre so. Mhm. Aber daran wird jetzt gespart. Für was hast du in deinem Leben am meisten Angst? Angst? Mhm. Oh Mann. Das weiß ich gar nicht. Naja, es kann ja immer auch... Na, vom Sterben, sage ich mal. Vom Sterben? Ja. Mhm. Wer hat davon nicht Angst, sag ich mal. Aber sonst eigentlich habe ich keine Sorgen, keine Ängste. Mhm. Und lebst ein gutes Leben? Im Moment schon, ja. Nur gibt es ja, das kriegen wir ja nun jeden Tag mit, auf der Welt und auch in Deutschland sehr, sehr, sehr viel Leid und Armut. Ja. Vor allen Dingen in der Welt. Du bist jemand, der wirklich so wie die Made im Speck sitzt. Ja, dafür kann ich ja nichts. Nee, dafür kannst du nichts, aber du könntest ja vielleicht was tun. Bist du schon mal auf die Idee gekommen, dass du sagst, okay, ich habe so viel Kohle, ich spende jetzt regelmäßig was. Oder ich unterstütze irgendeine Hilfsorganisation und aktiviere selbst mein mich da drin. Ich mache da irgendwas bei denen. Gab es solche Gedanken schon mal? Na, keine Ahnung. Ich habe schon mal Geld für den Zoo gespendet. Mhm, naja gut, einmal. Du könntest, wenn du regelmäßig spenden würdest, könntest du viele, viele, viele Hunderte und auf die Jahre gesehen Tausende von Kindern das Leben retten, ist dir das klar? Eigentlich schon, ja. Ja. Naja, aber... Aber ist nicht so dein Thema. Ich sag mal so, ich könnte es machen, aber mein Vater könnte der machen. Mhm. Und der tut's auch nicht? Nein. Ja. Würdest du deinen Sohn genauso erziehen und es mit dem genauso machen, wie dein Vater es jetzt mit dir gemacht hat? Mein Sohn. Wenn du mal irgendwann einen Sohn bekämst, ja. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und einen kleinen Affen würde ich ihm kaufen. Und einen kleinen... Das hat dein Vater dir nicht gekauft, oder wie? Nee. Den hat er mir immer verboten. Haustiere durfte ich nicht haben. Ah ja. Auch sitzt du jetzt nicht in meinem Haus. Darf ich auch keine Haustiere haben. Was ist dein Leben... Ich habe gerade von der Angst gesprochen. Was ist dein Traum, dein Lebenstraum oder dein Ziel? Einen kleinen Affen zu haben. Einen kleinen Affen zu haben. Hm. Sehr bescheiden. Ronny, ich danke für deinen Anruf. Diesmal! Schöne Grüße nach Berlin. Dirk, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Dirk. Grüß dich. Ich grüße dich. Auch zu dem Thema Egoisten, Egozentriker. Ja. Bist du einer? Ja, ich würde jetzt nicht so von mir selber sagen, dass du hier voll der Traumtyp bin oder so. Ich habe kein Wort verstanden. Du hast einmal. Könntest du bitte den Fernseher und das Radio ganz leise drehen im Hintergrund? Einen Moment bitte. Ja. Da haben wir nämlich keine Rückkopplung. Ja. Geht so? Ja. Alles klar. Nee, also ich würde jetzt nicht von mir selber sagen, dass ich so der der Frauentyp bin oder so. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich gehe in den Disco, ja, und also mit meinen Freunden und so. Ich stehe halt mit denen da rum, trinke mein Bierchen. Mhm. Und dann, keine Ahnung, da kommen halt so ein paar Mädchen an und fangen halt an, mich hier irgendwie voll zu reden und so. Also von wegen, ja, wie heißt du denn und wie bist du so drauf? Mhm. Naja, und da gehe ich halt ein bisschen mehr auf die ein und ich mache ehrlich gesagt überhaupt nichts. Und ich schleppe an einem Abend vielleicht so 2-3 Mädchen ab. Mhm. Also auf der letzten Diskothek, wo ich war, waren vielleicht 2 Mädchen, die ich hatte. Davor der Diskothek waren es 3 Mädchen. Gut, aber das ist ja noch, das
kann ja noch im Rahmen des Normalen laufen. Was ist jetzt daran besonders egoistisch? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich egoistisch bin, aber das läuft halt auf läuft jedes Wochenende läuft drauf aus. Dass du viele Frauen abschleppst? Ja. Und findest du das normal? Oder würdest du schon, also du sagst ja selbst, du findest das nicht egoistisch, oder wie? Aber es ist doch eigentlich schon sehr egoistisch. Nee, also ich, ja klar, egoistisch ist das zwar schon, aber ich sag mal, normal finde ich das auf jeden Fall nicht mehr. Mhm. Also es ist wirklich so, dass jedes Wochenende da drei Frauen schleppst du ab. Ja. Die schleppst du aber nicht auf einmal ab, sondern Freitag, Samstag, Sonntag. Kommt halt immer nacheinander, weil da gibt es vielleicht mal irgendwie so ein paar Verstecke gibt es halt schon, wo man sich mal mit einer hinzieht. Mhm. Dann nimmst du halt mal die eine und... Achso, das passiert dann doch schon an einem Abend. Ja, natürlich. Ja, so. Mhm. Ja, hatte ich nicht so richtig verstanden. Mhm. Aber natürlich würde ich auch. Ja, das ist schon ziemlich krass, würde ich sagen. Aber so der Ausgrund des Egoismus, naja, gut, du holst dir die optimale Lust da raus, ne? Hast du eine Freundin? Mal gehabt zumindest? Ja, natürlich. Ja, also natürlich ist es nicht. Wie lange ist es her, dass du sie nicht mehr hast? 6 Monate ungefähr. Mhm. Und wie lange warst du mit ihr zusammen? 3 Monate ungefähr. Ja. Bist du denn in der Zeit so ihr treu geblieben oder hast du dann auch dir deine ganzen Sachen geholt? Ja, nee, ich sag mal ganz ehrlich, ich war ihr schon treu, ja. Mhm. Aber ich habe halt überlegt, ob ich jetzt nicht halt mal mit irgendwie fremd gehen sollte. Mhm. Und ich sag auch ganz ehrlich, also ich war jetzt am Überlegen, als ich mit ihr noch zusammen war, ob ich nicht fremd gehe und ja. Da habe ich dann auch gleich gesagt, ja, ich bin halt kein Beziehungsmensch. Mhm. Würdest du denn von dir selbst sagen, jetzt mal abgesehen von diesen Frauengeschichten an jedem Wochenende, dass du schon so ein Ego-Typ bist, der eher oder hauptsächlich sein Ding sieht und das durchziehen will, ohne Rücksicht auf andere Leute? Also ich sag mal, wenn irgendein Mädchen jetzt ankommt und sagt, ja, hör mal zu, ich habe einen Freund, aber trotzdem, also da ziehe ich doch lieber zurück. Mhm. Gut, das war nicht so meine Frage. Meine Frage war, ob du so im Leben allgemein, was andere Bereiche anbelangt, auch eher so ein Ego-Typ bist. Eigentlich weniger. Eigentlich weniger. Das bezieht sich dann auf die Frauen und auf das Wochenende. Ja. Ja. Hauptsache Spaß haben. So denke ich's mal. Hauptsache Spaß. Ich danke für deinen Anruf, Dirk. Ich dir auch. Wiederhören. Tschüss. Mach's gut. Ich glaube, dass der Ronny vorhin aus Berlin, dass der gekifft hatte, ne? Der klang so komisch. Und auch am Schluss. Wir haben ihm das zweimal gesagt, von wegen Kiffen. Sebastian, 15 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Sebastian. Ja. Hör mal, 15 Jahre alt? Ja. Und egomäßig schon drauf? Ja, das ist so mein Problem. Erzähl. Ja, das hat damit angefangen, ich wohne seit 8 Jahren nicht mehr bei meinen Eltern. Sondern? Oh, 8 Jahre. Sondern? Ja, jetzt zur Zeit wohne ich in so einer Schutzstelle. Da soll ich ein bisschen Ruhe finden. Mhm. Also vom Jugendamt ist das was, oder wie? Ja, die haben das organisiert. Mhm. Mhm. Ja, es fing alles damit an, ich habe 8 Jahre bei meinen Eltern gewohnt. Mhm. Ja, da musste ich auf meine kleinen Kinder, also auf meine Schwestern aufpassen. Ja. Die wurden dann geschlagen. Die waren erst 2 Jahre, die beiden Zwillinge, und die andere war 13. Mhm. Ja, auf die habe ich dann aufgepasst, weil meine Eltern die geschlagen haben, meine Mutter war... Und mein Vater waren am Trinken, haben sich auch mal gegenseitig verprügelt. Ja. Dann ist meine Mutter 1 Jahr weggegangen. Mein Vater hatte für uns aufgepasst. Mhm. So, jetzt lebte ich irgendwie irgendwo. Also überall eigentlich. Mhm. Ja, und seitdem habe ich dieses Problem, dass ich denke, ich habe mich so viel um andere gekümmert, jetzt bin ich mal dran. Ach so. Da meinst du, dass da die Ursachen liegen? Ja. Wie macht sich das denn bei dir bemerkbar, dass du sagst, oder dass du das selbst so beobachtest? Ich kümmere mich jetzt in erster Linie um mich. Sag mal so ein paar Beispiele. Ja, es fängt damit an in der Schule, Konflikte, ziemlich heftige sogar. Dann sage ich halt, ja, ich war's nicht, das waren die anderen. Mhm. Ja, dann kriegen die natürlich den Anschiss und dann kommt das von denen natürlich auf mich wieder zurück. Warst du es denn wirklich nicht? Oder, Ja, meistens war ich es nicht, aber, häufiger bin ich es dann auch. Mhm. Klar, dann sind die anderen natürlich sauer hinterher, ne? Ja. Wenn du. Gut, das ist ein Beispiel. Sag mal noch ein Beispiel. Ja, zum Beispiel, ich war mit Freunden unterwegs oder so.
die haben dann welche angepöbelt, oder ich auch. Damals, dann habe ich natürlich gesagt, kam der Mann auf uns zu, dann habe ich gesagt, ich war es nicht. Ja, das sind so diese Sachen. Also, wenn man dann nicht solidarisch zusammenhält mit den Freunden, ist man natürlich dann gleich der Gearschte, ne? Der Verräter, ne? Letztendlich. Ja. Ja. Du hast am Anfang gerade gesagt, das ist so dein Problem. Ja. Das heißt ja, du bist damit unglücklich. Hast du das Gefühl, dass du von dem einen Extrem ins andere gegangen bist? Ja, quasi. So ungefähr. Ich fühle mich damit auch nicht gerade wohl. Was tust du denn dagegen? Also was unternimmst du, um dich vielleicht auf so eine Mittellinie zu bringen, die in Ordnung ist, womit du und womit man so ganz gut leben kann? Ja, ich habe versucht, mein Problem aufzuarbeiten. Wie hast du das gemacht? Ja, mit einem Therapeuten. Ach so, mit einem Therapeuten. Ja, das hat mir dann auch nichts gebracht. Wir konnten uns irgendwie nicht verständigen. Ja. Auf eine Art, ja. Also dieses Problem hast du bei dem thematisiert. Darüber habt ihr geredet. Ja. Ja. Weil ich damit auch schon Schwierigkeiten gekriegt habe. Ich wurde die Rolltreppe runtergeschmissen, lag im Krankenhaus. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch ziemlich einsam bist da in deiner Umgebung und nicht viele Freunde hast, wenn man sich so verhält. Ja, ein paar habe ich. Da versuche ich mich zurückzuhalten. Mit denen kann ich auch über alles reden. Ja, bei den meisten aber ist es nicht so, weil ich ziehe auch immer weg und weg. Ja, das ist so das Problem. Ach so, weil warum ziehst du immer wieder weg und weg? Warum bist du nicht an einer Stelle? Ja, weil das ist ganz komisch irgendwie. Ich habe Pflegeeltern gelebt, da hat es nicht geklappt. Ach so. Dann wieder im Heim. Ja, dann hat man nicht viel Zeit, sich irgendwie einzuleben, ne? Und, ja. Die paar Freunde, die du hast, ja, auf die lässt du nichts kommen. Nee. Und für die würdest du auch eine ganze Menge machen, wenn es nötig wäre. Ja. Da würdest du dich auch dazwischen schmeißen, wenn die zu Unrecht zum Beispiel von jemandem angegriffen würden. Würdest du es machen? Ja. Ich meine, ist das schon mal was. Ja, wir haben hier gerade Leute gehört, die würden es nie und nimmer tun. Ey, viel ältere als du. Ja, da war ich auch schon so ein bisschen schockiert. Schlimm, ne? Ja. Aber ich finde ja schon mal ganz toll, dass du das in deinem Alter, dieses Problem erkannt hast. Das ist eine ganz große, ganz tolle Sache, finde ich. Ja. Wirklich, Sebastian. Und vor allen Dingen auch die Zusammenhänge siehst, dass du dich da früher als Kind, du warst ja auch noch Kind, so aufgeopfert hast. Und dass du sagst, das kommt irgendwie daher und damit hängst du zusammen. Ich glaube, ich bin ganz sicher, wenn du das so im Auge behältst und dich trainierst, das ist alles immer sehr mühsam, wenn man sich von etwas wegtrainieren will. Das sind immer so Millimeterarbeit, dass du es schaffen wirst, dir ein anderes Verhalten anzueignen. Bin ich ganz sicher, weil du hast das Bewusstsein dafür mittlerweile. Und das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, beim nächsten Mal nicht so zu handeln, wie du es bisher getan hast und was dich geärgert hat. Und du wirst vielleicht noch immer wieder ein paar Niederlagen einstecken, aber irgendwann hast du auch ein Erfolgserlebnis und dann geht es weiter voran. Ja, ich habe auch mit meinen Freunden darüber geredet, was ich für ein Problem habe. Ja. Die haben gesagt, ja, mach dir nichts draus, zusammen werden wir das schaffen. Ja, und da habe ich auch die ersten Ansätze gemacht. So. Siehst du, ist doch toll. Und du redest da auch so ganz offen drüber. Ja. Also ich bin ziemlich optimistisch. Du musst nur wirklich am Ball bleiben. Und auch wenn wieder mal eine Niederlage stattgefunden hast und du dich mal wieder sehr schlecht verhalten hast, sehr egoistisch verhalten hast, dass du dich dann nicht so zurückgeworfen fühlst und gar aufgibst. Dann musst du sagen, jetzt ist recht. Ja, früher hatte ich ja so die Ausrede mit meinen Eltern, aber ne, jetzt habe ich wenigstens begriffen, woran das lag. Genau, die Ausrede zählt jetzt nicht mehr. Ne, ja. Schon ein bisschen zu lange, ja. Also Bastian, nochmal, ich find's toll, dass du da so klar drüber denkst und ich bin guter Dinge, dass du das in ein paar Jahren auch im Griff haben wirst. Immerhin hast du schon ein paar Freunde und hast tolle Aussagen gemacht zu der Freundschaft. Ja. Ja, alles Gute. Jo, danke. Tschüss, Sebastian. Tschüss. Tschüss. Noch einen 15-jährigen Menschen habe ich hier, eine junge Dame, Naomi, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Naomi. Warum bist du? Mir geht's ganz gut. Ich hoffe dir auch. Ja, gut auch. Ja? Inwiefern eine Egoistin? Ja, also ein bisschen eingebildet und angeberisch. Ach, warum? Ja, ich weiß nicht. Also so gesagt, wenn ich was Neues habe und meine Freunde stehen da und haben nichts Neues, dann gebe ich ein bisschen an. Dann sage ich, ja, guck mal, was habt ihr da an oder so oder was macht ihr oder so. Oder sagen wir mal, wenn ich mit... Wie bitte? Wie gibst du denn an? Stolzierst du dann ein paar Mal vor denen her oder sagst du gar, genau so, wie teuer genau das war, wo du es gekauft hast und so? Also ich rede mehr über mich als über... Bitte? Ich rede mehr so über mich. Und sagen wir mal, wenn ich eine bessere Note schreibe, dann sage ich zu ihr oder zu denen,
Ja, wie könnt ihr denn nur eine 4 schreiben? Ich habe eine 3 oder so. Also du nutzt das immer aus, wenn du irgendwas was Gutes hast oder was gekauft hast, dann zeigst du es. Genau. Warum machst du das? Ich weiß nicht. Also als ich im 5. Schuljahr war, da hang ich mit Cousinen und so ab und meine Cousinen sind ein bisschen genauso. Und da habe ich das irgendwie von denen, so gesagt, gelernt. Aber bei dir ist ja auch wiederum erstaunlich, dass du genau wie Sebastian gerade, ihr seid ja beide gleichaltrig, das schon so als das nimmst du so wahr. Viele junge Leute oder auch sehr viele Ältere wissen ja gar nicht, wie sie sich verhalten und sprechen gar nicht darüber. Ist das ein Problem für dich auch? Findest ja, es geht, weil ich will meine Freunde auch nicht verlieren. Und irgendwann mal ziehen sie ja wohl einen Strich oder Schluss und dann sagen die... Also, dieses Verhalten findest du an dir selbst, dieses etwas egoistische Verhalten, egozentrische Verhalten, gar nicht so sympathisch. Ja. Siehst du, und das finde ich so erstaunlich, auch bei dir jetzt, dass du mit deinen 15 Jahren das so sagst. Also, ich gebe irgendwie alles zu, also... So gesagt, ich rede gerne über mich. Und ja. Ja, hast du denn da auch schon mal, das kann ja sein, irgendwann geht den Freunden oder den Bekannten das auch auf den Wecker. Hast du da auch schon üble Reaktionen erfahren? Eigentlich nicht so, aber nur, ich hatte so öfter Streit mit meinen Freunden deswegen. Und ich bin auch froh, dass sie mir was ziehen haben. Aber die Gefahr besteht ja wirklich, dass sich irgendwann Leute, die du gerne hast und die du eigentlich schätzt, dass die sich von dir abkehren, ne, und abwenden. Ja. Darauf habe ich ja auch Angst. Das ist aber noch nicht passiert bisher. Noch nicht. Also Klamotten hast du gesagt, wenn du in der Schule gut bist. Ja. Das sind so die beiden Hauptgebiete. Ja, und oder wenn ein Junge mich fragt und stehen wir da blöd rum und dann sage ich, ja, könnt ihr mal sehen oder so, dann ziehe ich ein paar blöde Sprüche an. Ja, das heißt also, mit Jungs könntest du auch angeben. Ja. Siehst du so aus, dass du erfolgreich bist bei Jungs? Eigentlich schon, ja. Hast du einen Freund? Zurzeit nicht. Hattest du aber schon mal? Ja. Wie hast du dich dem gegenüber denn verhalten? Auch so? Oder warst du da? Ja, ich hatte nie Zeit für die und immer wenn die mich fragten, ja kommst, dann sage ich immer nein, könnte nicht, bin ja so, wisst ihr nicht, dass ich jetzt einen Freund habe und so? Ja. Gut, aber wie hast du dich dem Freund gegenüber verhalten? Hast du da auch angegeben oder warst du da ganz anders drauf? Nein, nicht so bei, also ich verstehe das nicht. Bei Freunden bin ich so, bei meinem Freund, wenn ich einen Freund habe, dann ganz lieb und so. Und bei meiner Familie bin ich auch irgendwie lieb. Ah, das ist also schon ein Unterschied. Freundinnen oder Freund? Bei den Freundinnen, da bist du eher so die sich gerne gut darstellt, ne? Und auch so im Mittelpunkt steht, kann man das auch sagen? Ja, kann man so sagen. Ja. Was tust du denn dagegen? Habe ich ja gerade mit Ronny auch drüber gesprochen. Was tust du denn dagegen, so diese Verhaltensweise, die dir nicht gefällt, ein bisschen runterzuschrauben? Ja, also wenn, sagen wir mal, ich mache jetzt meine Freundin an und beschimpfe sie und so, ne? Und wenn ihr dann sagt, ja, hör mal auf damit, du bist wieder eingebildet oder gib's wieder an, dann komme ich ein bisschen runter und dann sage ich, ihr tut mir leid und so. Ich weiß nicht, es kommt einfach von plötzlich, ich kann aber nicht sagen, nein, sie ist eben so bei mir. Gibt's denn andersrum auch schon mal, dass du es dann auch doppelt und dreifach abkriegst, dass Freundinnen von dir, wenn die mal was ganz Tolles haben, vielleicht, weiß ich, was ganz Tolles gekauft haben, Markenklamotten oder so, dass die dann sich auch vor dich hinstellen und sagen, hier, guck mal, was ich jetzt hier Tolles habe und so. Gibt's das auch? Ja, dann sage ich manchmal, das habe ich schon oder ich hole sie mir sowieso mal oder die sind hässlich. Ach, das ist aber ganz, ganz fies, ne? Wenn du sagst, das ist hässlich, obwohl du es eigentlich schön findest, ne? Ja. Das ist ganz, ganz, ganz unangenehm. Müssen wir was dran ändern. Ja. Ne? Weil man, also ich glaube, das Hauptargument nach oben ist einfach, dass man dadurch unsympathisch wird, ne? Auf Dauer. Und sich vielleicht wirklich die netten Leute vergrault, die man eigentlich gerne als Freunde hätte. Ja, ich will die ja nicht verlieren. Willst du nicht verlieren, ne? Nein. Nee, da musst du erstmal ein bisschen streng mit dir sein. Mache ich auf jeden Fall. Ne? Und wenn so eine Situation demnächst kommt, einfach mal runterschlucken und das nicht tun. Genau. Die werden sich wundern, wenn denken, was ist denn mit der Naomi los? Genau. Da geht ein großer Wandel in ihr vor. Und dann bist du noch beliebter, als du vielleicht je warst bei den Freunden. Ja. Also toi, 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 versuch es mal. Ja, mach ich. Ne? Tschüss, Naomi. Okay, tschüss. Tschüss. 20 Jahre alt, es sind so junge Leute, wundert mich. 20 Jahre. Flo. Ja, hallo. Ein Mann. Jawohl. Es gibt ja auch Flo, die Mädels. Also ich werde Florian genannt, aber mein Spitzname ist Flo. Okay, ich darf Flo sagen. Jawohl. Wunderbar, 20 Jahre alt. Ja. Ein unsympathischer Mensch? Ja, unsympathisch würde ich nicht sagen, aber ich habe gerne Spaß. Du hast gerne Spaß? Ja. Erzähl mal ein bisschen über dich. Was machst du alles, um diesen Spaß dann auch erleben zu können?
Ja gut, ich gehe gerne in Discos, wenn es die Zeit bringt. Mhm. Ist ja noch okay. Arbeit. Ja, aber das Problem ist immer, ich schleppe immer also Frauen ab in den Discos und dann habe ich Geschlechtsverkehr mit denen, aber ohne Kondom. Mhm. Mhm. Weil von meiner Seite her macht's ohne Kondom mehr Spaß, aber aha. Auf der anderen Seite tun mir auch die Damen weh. Die also tun, denen weh, und weil ich die dann fallen lasse, ne? Ja. Achso, ja gut, das sind jetzt zwei verschiedene Themen. Einmal der schnelle Sex ohne Gummi. Ja. Weil es dir mehr Spaß macht, also klares egoistisches Motiv, ne? Genau. Und das andere ist, dass du die Frauen eigentlich danach fallen lässt wie eine heiße Kartoffel. Genau. Weil du deinen Sex hattest und mehr willst du nicht von denen. Ja. Sagst du denen dann vorher, dass du vielleicht ein bisschen mehr willst oder nebelst du die irgendwie rosarot ein, dass die sich Hoffnung machen können oder so? Na, ich sag mal, ich mach den schon. Jetzt ist Flo leider weg. Mann, jetzt ist die Leitung weggebrochen. Dann geht es weiter mit Claudia. Und Claudia ist 35 Jahre. Guten Morgen. Hallo Claudia. Hallo Jan. Hallo Claudia. Jetzt haben wir 2 Minuten noch Zeit, aber das schaffen wir beide bestimmt. Ja, schauen wir mal. Eine egozentrische Frau. Ist das so? Bist du das? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nein, das ist das Tollste auf der Welt bin ich, das sagen die anderen. Und da komme ich so gar nicht mit klar. Ah, du bespiegelst jetzt die andere Seite. Ja. Du hast es mit Egoisten, Egozentrikern zu tun. Nein, noch nicht mal. Ja, doch, vielleicht schon. Mhm. Weil sie mich für sich hundertprozentig beanspruchen. Ja. Aber da gibt es dann schon Leute in deinem Umfeld, wenn du sagst beanspruchen, die sehr nah an dir dran sind. Ja, ja. Die quasi dich aufsaugen und sich einen Teufel darum scheren, was mit dir ist und deinen Gefühlen. Ganz genau so ist das. Mhm. Und jetzt ist eigentlich der Wunsch da, mich eben mal abzugrenzen und zu sagen, so Schluss, Leute, bis hierhin noch nicht weiter, jetzt bin ich mal dran. Bist du denn eher so ein Typ wirklich, der so eher, also lieber gibt, als der nimmt? Ja, genau. Mhm. Und das ist halt sehr ungewohnt. Ich bin eigentlich ein stinknormaler Typ, so wie ich mich sehen würde und habe eigentlich auch so in den letzten Jahren nie so diesen Zuspruch bekommen. Mhm. Dann habe ich mich im vergangenen Jahr von meinem Mann getrennt und plötzlich kamen aus allen Ecken und Enden halt eben diese Komplimente, was ich doch für ein toller Hecht bin. Und ja, das ist doch schon mal schön. Ja, aber eigentlich eher unangenehm. Warum? Weil es so diese geballte Ladung war. Das, also es war dir fast peinlich, dass ja, du so... Genau. Ich will dir mal sagen, nach dem, was wir heute Abend alles hier gehört haben, ach, tut es richtig gut, mit jemandem zu reden, wie du drauf jetzt bist. Das fängst du auch noch so an. Nein, aber ist es denn letztendlich nicht allen, geht es denn nicht ganz vielen Leuten so, dass man die sympathischer findet, die geben, als nur die nehmen? Und nur sich in den Mittelpunkt stellen? Ja, natürlich ist das so. Letztendlich ist das doch, ist Egoismus und Egozentrum doch eine sehr, sehr unangenehme Charaktereigenschaft, finde ich. Und ich kämpfe in mir so sehr gegen all das an, was egoistisch und egozentrisch ist. Ja, wobei es gibt da sicherlich eben auch diesen gesunden Egoismus. Und natürlich, halt natürlich. Hinkommen. Aber auch so, wenn ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so, dann beeindruckt dich das denn bei deinen Freunden nicht auch? Die Freunde, die eher zurückgenommen sind, Selbstlosigkeit auch an den Tag legen. Ist das nicht auch für dich eine tolle Sache, das zu sehen? Ja, natürlich. Was mich dabei ein bisschen ärgert, ist eigentlich, dass die Leute, die mich schon 20, 25 Jahre kennen, sich nie geoutet haben und jetzt plötzlich aus allen Ecken und Enden angekrochen kommen und sagen, ja, hör mal hier, wir fanden dich schon immer toll und möchten gerne mehr mit dir zusammen sein und wie was, auch immer. Was steckt denn dahinter, deiner Vermutung nach? Ich glaube, sie haben sich zurückgehalten durch meinen Mann, so dass sie sich da vielleicht einigermaßen gehemmt fühlten oder was ich so, weiß. Jetzt ist, glaube ich, das Problem, wenn du immer eine so zurückgenommene Frau warst, dass du nicht jetzt auch, das haben wir ja gerade auch gehört bei dem 15-jährigen Sebastian, dass es nicht in das Gegenteil überschlägt, ne? Mhm. Dass du nicht jetzt wirklich so eine knallharte Egoistin wirst. Ja, genau, der hat mich auch sehr beeindruckt, der Junge. Ja, in der Tat. Aber ich glaube, so mit 35 passiert das vielleicht auch nicht mehr so, dass man sich so von... so 100%, um 100% verändern, ich glaube es nicht. Nein, 100%ig nicht, aber der Einfluss ist schon sehr groß. Und ja. Ich habe eine Zeit lang bei mir gemerkt, dass ich, wenn ich diesen Zuspruch plötzlich nicht mehr kam oder nicht mehr so schnell im Mittelpunkt stand, dass ich mich schon gefragt habe, huch, was ist denn jetzt los? Ne? Claudia, jetzt müssen wir Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Alles Gute dir. Tschüss. In der Technik, Annette Bastian. Morgen 1 Uhr Radio als Live-Feed erfahren Sie mit einer freien Themennacht. Bis dahin, ciao.